leave my love for the gold this world can give me. They say that I should break the promise I have made. They tell me I should lie to you. They think I should deny to you the heart that I gave you long ago. Ja, liebe Brüder und Schwestern, dieser Donnerstagabend ist ein besonderer Abend in der Woche. Und er war von Anfang an gedacht, weiß nicht, ich glaube im Herbst 2006 habe ich begonnen mit den Donnerstagen. Und da war der Gedanke, so eine Messe, wo besonders Heilung im Mittelpunkt steht. Körperliche, seelische Heilung für die, die da sind und für die gebetet wird. Es braucht die heilende Nähe Jesu. Und das sehen wir auch diesem Evangelium heute am ersten Donnerstag in dieser Art, in diesem Jahr, wo Jesus aufgesucht wird von diesem Aussätzigen. Schön, er fällt vor ihm auf die Knie, also in sein Bewusstsein vor der Größe dessen, der da ist, fällt er auf die Knie. Immer wieder, wenn ich das denke, wundere ich mich, dass Leute, die gesunde Knie haben, bei der Kommunion es nicht schaffen, hinzuknien. Viele schon, aber dass es nicht jeder automatisch spürt, wundert mich. Also man kann sich da wundern. Er fiel vor ihm auf die Knie. Dieses Detail sollen wir gleich einmal sehen. Es ist eine starke Form der Bitte auch, auf die Knie zu fallen. Was willst du? Du kannst machen, wenn du willst, dass ich rein werde. Welch Glauben findet sich, welch Vertrauen bei diesem Aussätzigen? Welch vermessener Glaube findet sich heute bei den Israeliten, nachdem sie nicht siegreich sind gegen die Philister? Holen sie wie einen Talisman die Bundeslade und glauben, dann muss Gott handeln, weil das ist das Heiligste, was wir haben. Das kann er niemals zulassen, dass diese Bundeslade in die Hände der Philister fällt. Das ist vermessener Glaube. Denn Gott verlangt, dass das Innere mitschwingt. Ich denke hier auch zum Beispiel an die Offenbarung 1830 in der Rue de Bac in Paris. Die Gottesmutter, die Katharina Labouré, erscheint und ihr sagt, sie möge eine Medaille prägen lassen. Und diese Medaille wird viele Wunder bewirken. Und dazwischen ein kleiner Satz, den sie Mutter Gottes sagt, wenn sie mit Vertrauen getragen wird. Was unterscheidet dann diese Medaille von einem Talisman? Wenn ich irgendwie lebe und dann, wenn ich brauche, ich habe diese umkänkte Medaille. Oder es ist jemand, der fährt rücksichtslos mit dem Auto, aber er hat ja am Rückspiegel seinen Rosenkranz hängen, den hat die Oma gekauft und der ist geweiht, mir kann nichts passieren. Wird Gott da mitspielen? Also alles, was zum Angreifen ist im Glauben und uns Sicherheit gibt bei Gott, muss mit Vertrauen benutzt werden. Also den Israeliten nützt nicht einmal die Bundeslade, denn sie hatten in ihrem Inneren des Volkes die Götzen nicht ganz ausgerottet. Immer wieder war Israel in Versuchung, geheim auch die Götzen zu haben. Oder das Personal im Hause Gottes fand nicht das Wohlgefallen Gottes. Das war erstens der Chef, das war der alte Eli und das waren seine beiden Söhne. Samuel war der Lehrling im Hause Gottes. Es ist der, der im Schlaf gehört hat, dass Gott ihn ruft. Und er geht dreimal zu Eli und sagt, Gott hat mich gerufen. Nein, leg dich wieder schlafen. Beim dritten Mal sagt der alte Eli dann, er war der geistliche Vater von Samuel, dem Propheten. Ja, wenn wieder so ein Anruf ist, er merkt, das muss Gott sein, der spricht. Dann sag, rede, Herr, dein Diener hört. Aber was hat das Missfallen Gottes gefunden dort in Shiloh, wo die Bundeslade war? Es war, dass Eli seine beiden Söhne Ophni und Pinhas nicht ermahnt hat.
die das Heiligtum missbrauchten, wichtige Opfergaben für sich abzweigten und so weiter. Sie beide starben ja, als die Bundeslade dann in die Hände der Philister fiel. Und als die Nachricht von diesem Unglück Eli zu Ohren kam, fiel Eli tot von seinem Stuhl. Gut, er war 98 Jahre alt mindestens. Und sie, eine der Frauen von Ophni und Pinhas, war hochschwanger und hatte dann eine Frühgeburt durch diesen Schock. Also es kam großes Unheil über das Volk Israel, es kam Unheil über jene, die im Tempel dienten, weil ihr Herz nicht ganz ungeteilt beim Herrn war. Und deswegen kann es so eine wichtige Bitte sein, die wir an Gott richten. Lass mein Herz ungeteilt bei dir sein und befreie mich immer neu, Herr, vom Aussatz der Sünde, dass ich die heiligen Dinge nicht freventlich gebrauche oder missbrauche. Ja, die Bundeslade ist schon eine interessante Geschichte, wie das dann weitergeht, weil diese Bundeslade hatte schon eine mächtige Wirkung, aber offensichtlich nicht in diesem Kampf, sondern als die Philister sie in ihr Gotteshaus stellten, immerhin haben sie sie nicht zerstört, sondern neben ihrem Gott, ich glaube Dagon, haben sie ihn hingestellt. Was war am nächsten Morgen? Der Gott Dagon lag auf der Nase, zumindest seine Darstellung, ob sie ihn als Gott verehrten. Daraufhin haben sie ihn wieder aufgerichtet. Am nächsten Morgen lag dieser Gott Dagon, unter Anführungszeichen Gott, zertrümmert am Boden. Also sie merkten, da geht was vor. Der passt nicht zusammen mit der Bundeslade. Und dann bekamen noch die Philister die Beulenpest und eine gewaltige Mäuseplage kam über sie. Also beschlossen sie, in einen anderen Tempel die Lade zu bringen, in die nächste Stadt. Sie können sich vorstellen, was dort passiert ist. Wieder das Gleiche, in die nächste. Und so berieten sie, was sie tun könnten. Und ihre Weisen haben gesagt, nehmt zwei Kühe, spannt sie vor den Wagen, ohne dass jemand die Kühe führt, stellt die Bundeslade drauf und schickt sie mit einer Sühnegabe zurück nach Israel. Die Sühnegabe bestand übrigens aus Bestbeulen, aber nachgebildet in purem Gold und auch in Mäusen, nachgebildete Mäuse, auch in purem Gold, damit die Best weicht und damit die Mäuse verschwinden wieder. Und so kam die Lade wieder heim nach Israel, die Bundeslade Gottes, mit dem 10 Wort Gottes drinnen, den 10 Geboten. Immer wenn Israel gehorsam war, war es siegreich. Und immer wenn Israel abgefallen ist und den Götzen dienen wollte wie die anderen Völker, dann kam Unheil über das Volk. Der Aussatz der Sünde, ja, er entfremdet voneinander. Der Aussatz der Sünde hat bedeutet, damals Aussatz hat bedeutet, jetzt nicht die Sünde, sondern der wirkliche Aussatz am Körper, dass ein Mensch isoliert war, weggeschickt werden musste, man hatte kein Heilmittel. Niemand durfte den Aussätzigen berühren und jeder musste von Weitem schon schreien, unrein, unrein, damit man einen weiten Bogen um ihn machte. Jesus machte es nicht. Natürlich hieß das, dass Jesus damit für viele im Volk Israel selber unrein geworden ist. Und deswegen auch der Satz hier, Jesus konnte sich in keiner Stadt mehr zeigen. Er hielt es sich nur noch außerhalb der Städte an einsamen Orten auf, weil man ihn selber mit Steinen nach ihm warf, weil er unrein geworden ist. Welch Irrtum! Jeder, der zu Jesus kommt, macht Jesus nicht unrein mit seiner Sünde, sondern er erfährt von Jesus Heilung, Befreiung. Darum ist jede Heilung immer auch eine Tiefenheilung der Seele. Bitten wir doch der Herr uns immer wieder neu, diesen vom Aussatz der Sünde befreit und dass wir mit diesem Vertrauen vor ihm niederfallen und zu ihm kommen. Er hatte Mitleid mit ihm. So schön, Jesus kennt den Menschen, weil er selber Mensch ist. Jesus kennt das Leid, weil er selber gelitten hat. Und es heißt, er streckte die Hand aus, berührte ihn. Das ist auch sehr wichtig. Es braucht keine ausgestreckte Hand und keine Berührung. Wenn Jesus heilt, dann kann er auch ohne das heilen. Aber Jesus will, dass wir, weil wir einen Körper haben und weil er einen hat,
diese Berührung spüren. Und die stärkste Art, diese Berührung Jesu zu spüren, das ist in den heiligen Sakramenten. Das, was von Jesus sichtbar war, ist in die Sakramente eingegangen. Wir werden berührt mit dem Wasser in der Taufe. Wir werden berührt, wenn wir gesalbt werden mit dem Chrisam. Der Priester hebt dem Beichtstuhl die Hand, oder wenn es kein Beichtstuhl ist, dann legt man meistens die Hand auf und sagt, ich spreche dich los von deinen Sünden. Wir berühren ihn wirklich in der heiligen Eucharistie. Wir spüren ihn auf der Zunge. Es ist sein heiliger Leib. Wir werden berührt, wenn wir gesalbt werden in der Sterbestunde. Ich werde berührt als Priester, wenn ich geweiht werde, wenn der Bischof meine Stirn und meine Hände salbt für diesen großen und heiligen Dienst. Und wenn die Eheleute heiraten, dann spüren sie auch die Hand, des ausgestreckte Hand des Priesters, der über sie betet. Es ist die Hand Gottes, die sie berührt. Und sie werden so geheiligt, dass jeder, der den anderen berührt, gleichsam Gott berührt, eine göttliche Berührung. Ja, erzähl niemand etwas davon. Also Jesus fordert manchmal Dinge, die sind eine Überforderung. Wie soll jemand, der Aussatz hat und auf der Stelle rein geworden ist, schweigen können? Kann er nicht. Also ich weiß nicht, ob ich schaffe es, glaube ich nicht. Es gibt Dinge, die sind so gewaltig, da muss man jemand finden, dem man erzählen kann. Diese Wunder Gottes. Vielleicht nicht der ganzen Öffentlichkeit. Und so dürfen auch wir den Herrn preisen für die Berührung durch den Heiligen Geist. Der Geist Gottes möge unsere Herzen immer wieder neu in diese Lage versetzen, dass wir ganz, ganz empfänglich sind für die Gnade Gottes. Auch Sie sind heute berührt worden vom Heiligen Geist. Es wird draußen finster, es ist unangenehm kalt draußen und in der Kirche auch noch. Und Sie sind trotzdem da. Das ist ja eine Berührung des Heiligen Geistes. Man könnte ja sagen, na, jetzt ist die Kachelofen ist eingeheizt, der Fernseher ist eingeschaltet, passt schon, das reicht schon. Nein, das reicht nicht. Sie kommen hier, um den Heiland zu berühren, der Sie heilend berührt. Amen. Und diese Berührung geht natürlich weit hinaus, sogar ins Internet. Die geht bis Bad Hofgastein und weiß Gott wohin. Amen. They say that I should leave my love for the gold this world can give me. They say that I should break the promise I have made. They tell me I should lie to you. The heart that I give.